ihr Lieben. Heute habe ich mal wieder eine Buchvorstellung, / Buchempfehlung für euch. Und zwar habe ich gelesen Constellation gegen alle Sterne von Claudia Gray. Und ja, wie ich das Buch fand, darum geht es heute. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich habe Constellation netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag. Ich habe mich riesig, riesig gefreut. Ich habe dieses Buch bei uns in der Buchhandlung entdeckt und dachte mir, du hast von diesem Buch noch gar nichts gehört und auch ich habe das Buch vorher noch nie gesehen gehabt. Also weder als ich bei meinen Neuerscheinungen durchgestöbert bin oder irgendwas bin ich auf dieses Buch gestoßen. Und ich habe mir das Buch dann durchgelesen und fand, es klang wirklich sehr, sehr interessant. Es ist eine Science-Fiction-Geschichte und ich mag ja Science-Fiction-Geschichten zwischendurch immer mal mit. Und es hat sich einfach richtig gut angehört. In diesem Buch geht es um Noemi und Noemi kommt von dem Planeten Genesis. Genesis war einst eine Kolonie von der Erde, hat sich dann aber losgesagt, denn die Erde ist inzwischen kurz vorm Sterben, also man kann dort nicht mehr wirklich leben. Die Menschen haben ihren Planeten komplett zerstört und haben dann halt angefangen, auf verschiedenen Planeten Menschen umzusiedeln und dort anzusiedeln. Und ja, die Menschen von Genesis haben sich von der Erde losgesagt, denn sie wollen nicht, dass diese neue Welt, in der sie jetzt leben, auch wieder durch die Menschen zerstört werden. Die haben auch einen ganz, ganz bestimmten Glauben, einen ganz eigenen Glauben und sie tun auch keine neuen Sachen mehr produzieren. Also sie bauen nichts Neues, sondern verwerten immer nur das, was bereits da ist und bereiten das wieder auf, so gut es geht. Und versuchen das wirklich auf ein Minimum zu halten, um halt diesen Planeten und diese Welt nicht wieder zu zerstören und diese Fehler nochmal zu begehen. Das passt der Erde natürlich so überhaupt nicht in Kram und deswegen bekriegen sich diese beiden. Also Genesis und die Erde sind in einem stetigen Kampf und die Bewohner von Genesis hatten vor 30 Jahren die letzte Auseinandersetzung und haben es geschafft, die Erdlinge quasi zurückzuschlagen. Jetzt aber ist vor kurzem nach 30 Jahren das Ganze so, dass die Erde von neuem zuschlägt und Genesis muss halt gucken, wie sie jetzt gegen die Erde vorgehen kann. Sie haben jetzt ihre alten Raumschiffe wieder so gut es geht in Schuss gebracht und ja, sie haben einen Plan und für diesen Plan brauchen sie verschiedene Piloten, die sich freiwillig gemeldet haben und darunter Noemi. Und Noemi ist, wie gesagt, eine freiwillige Pilotin und sie kämpft gegen die Erde. Die Erde hat natürlich sich weiterentwickelt und neue Technologien entwickelt und so tut die Erde keine Menschen mehr in den Krieg schicken, sondern Maschinen. Und es gibt verschiedene Roboter, sage ich jetzt mal, die wie Menschen aussehen. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Modelle und jedes Modell hat eine bestimmte Tätigkeit, der es nachgeht. Und diese Kriegsmodelle sind die Charlies und, ach, wie hießen denn die Frauen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall kämpfen die gegen die. Und das Buch fängt gleich quasi mit einer Raumschlacht an. Und Noemi gerät dort in eine sehr, sehr gefährliche Situation und muss sich auf ein verlassenes Raumschiff retten. Und dieses Raumschiff ist allerdings nicht so verlassen, wie sie gedacht hätte. Denn sie trifft dort auf Abel. Und Abel ist vor 30 Jahren in diesem Raumschiff eingesperrt worden und hat die letzten 30 Jahre dort alleine verbracht. Und Abel ist ebenfalls ein Roboter. Er ist aber etwas Besonderes, denn er ist einzigartig. Der Schöpfer der Roboter oder dieser Robotertechnik, der hieß Barton, mir fällt gerade sein Vorname nicht mehr ein, der hat ihn erschaffen und der hat ihn für einen ganz, ganz bestimmten Zweck erschaffen. Und ja, Abel und Noemi treffen aufeinander und Abel versucht natürlich erstmal sein Schiff zu beschützen, denn er weiß nicht, ob sein Schöpfer auch noch auf diesem Schiff ist oder nicht. Und so versucht er alles, um Noemi von dieser Krankenstation, wo er seinen Schöpfer vermutet, weil dort Kryoschlafkammern sind, versucht er sie fernzuhalten und dann bekriegen die beiden sich. Und es ist dann aber so, dass Abel sich Noemi unterstellen muss. Wieso, weshalb, warum, das verrate ich an dieser Stelle nicht. Aber von diesem Zeitpunkt an untersteht er ihrer Kontrolle und er gibt ihr das Werkzeug quasi zur Rettung ihres Planeten in die Hand. Und ja, von dem Moment an gibt es für Noemi nur noch ein Ziel. Sie versucht diesen Plan und diese eine Sache, die sie tun kann, um ihren Planeten endgültig vor der Erde zu retten, in die Tat umzusetzen, zusammen mit Abels Hilfe. Und was die beiden auf ihrer Reise alles erleben und ob es ihnen am Ende gelingt oder nicht. Das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ich muss sagen, die Geschichte war richtig, richtig toll. Ich hatte zwischendrin am Anfang und auch am Ende so ein paar Schwierigkeiten, bei einzelnen Szenen in diese Szenen reinzukommen, was jetzt die Beschreibungen betraf und die Umschreibungen und diese ganzen Orte, diese ganzen Planeten. Aber es ist halt Science Fiction und wenn man da 20 Millionen verschiedene Planeten hat mit jeder Planet sieht anders aus und die Settings sind immer anders. Da braucht man halt einfach immer ein Stück weit, um reinzukommen und so war das halt bei mir. Wie gesagt, es war ein richtig, richtig gutes Buch, aber, jetzt kommt mir dieses berühmte Aber, es war kein Buch, was mich so tausendprozentig packen konnte. Da hat so das gewisse Zing einfach gefehlt.
Kennt ihr das? Es war eine ganz, ganz tolle Geschichte und es war ein richtig gutes Buch, aber dieses gewisse Etwas hat irgendwie gefehlt hier in diesem Buch. Ich werde die Reihe auf jeden Fall weiterlesen, denn es ist auch der Auftakt einer Trilogie. Wie sollte es anders sein? Und ich bin gespannt, ob das Zing vielleicht dann im zweiten Teil noch kommt, aber es war eine ganz, ganz tolle Geschichte. Fangen wir mal mit der Handlung an. Die Handlung konnte mich von vorne bis hinten total überzeugen. Es gab hier und da ein, zwei kleine Schwächen in der Handlung, ein, zwei kleine Stellen, wo ich gedacht habe, so, okay, das hätte man jetzt anders lösen können. Das waren aber keine gravierenden Sachen, sondern eher so Kleinigkeiten wirklich. Ansonsten hat mir die Handlung wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte den Verlauf der Geschichte total. Ich mochte, wie sich Noemi und Abel in der Geschichte immer weiterentwickelt haben und wie sie im weiteren Verlauf auch in der Geschichte, wie sich die Dynamik zwischen den beiden so geändert hat und diese ganzen Beziehungen zwischen den beiden. Und ich fand es auch gut, dass man die Geschichte aus beiden Sichtweisen liest, denn so wusste man immer, was in Abel vorgeht. Denn wie gesagt, er ist zwar ein Roboter, aber er ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und auch zu sehen, wie sich halt Noemis Einstellung ihm gegenüber ändert, das war so, so toll und das war richtig, richtig gut gemacht in der Geschichte und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also wie gesagt, ich fand das Buch richtig gut, was die Handlung betraf. Zu den Charakteren kann ich auch nur sagen, ganz, ganz tolle Charaktere, eine ganz, ganz tolle Entwicklung, die unsere beiden Charaktere, die unsere Hauptcharaktere, sage ich jetzt mal, in diesem Buch durchmachen. Man ist auf jeden Fall gespannt, wie es im zweiten Teil weitergeht, denn das Ende war schon ein fieses Ende und es ist definitiv ein offenes Ende und man fiebert auf jeden Fall mit den beiden mit. Und wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall wissen, was mit Noemi und Abel im zweiten Teil passiert und wie das Ganze dort weitergeht. Und wie gesagt, die Entwicklung, die beide in diesem Buch gemacht haben, war richtig, richtig gut. Ich fand es ganz, ganz toll, wie Schritt für Schritt man das wirklich nachvollziehen konnte, wie sich halt die Einstellungen der beiden so gegenüber dem anderen geändert hat. Das hat man nicht sehr, sehr oft. Manchmal ist das sehr, sehr kurz gehalten und dann kommt das sehr abrupt so. Heute mag ich dich nicht und morgen mag ich dich. Und das war in dem Buch wirklich richtig schön zu sehen, wie das wirklich so ein langsamer Vorgang war, dass man das auch wirklich richtig gut nachvollziehen konnte. Und auch das ganze Drum und Dran, was die Nebencharaktere betrifft, war richtig, richtig gut. Und also was die Charaktere betrifft, kann ich nur sagen, top. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich mochte es total. Und was das betrifft, kann ich euch das Buch auch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr mal ein Jugendbuch haben wollt mit Science Fiction, mit tiefgründigeren Charakteren und Charakteren, die sich ganz, ganz toll entwickeln, dann schaut euch Constellation auf jeden Fall an. Wir sind ja noch nicht fertig. Kommen wir als nächstes mal zum Setting Worldbuilding. Dieses Buch ist ja eine Science-Fiction-Geschichte. Das heißt, wir haben zwar hier ein bisschen noch so die Erde und ihre Bevölkerung und den Planeten Erde, aber es gibt natürlich auch Raumschiffe und andere Planeten. Wie ich schon sagte, hatte ich beim Worldbuilding so hier und da meine Schwierigkeiten, aber das liegt, denke ich mal, wieder an mir. Ich habe auch bei High Fantasy öfters Probleme, mir Sachen vorzustellen. Was hier aber gut war die Beschreibungen der einzelnen Menschen auf den verschiedenen Planeten. Also man konnte jedes Volk für sich separat betrachten. Nicht wie jetzt bei Rat der Neun, da war das alles ein Matsch. Da war irgendwie nichts irgendwie definiert und kein Volk hat sich irgendwie durch das andere abgehoben oder sowas, sondern es war ein Matsch. Das war hier nicht. Also man konnte hier schon die verschiedenen Völker, die verschiedenen Stämme, den verschiedenen Planeten auch zuordnen. Wie gesagt, jeder Planet hatte etwas für sich und auch ein Eigenstandsmerkmal, sag ich mal, woran man das auch festmachen konnte. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Und wie gesagt, auch so im Großen und Ganzen konnte ich mir das schon gut vorstellen, aber es gab halt hier und da so einige Stellen, wo ich so meine Probleme hatte. Da habe ich das dann halt auch zwei oder dreimal gelesen, teilweise, bis ich so in meinem Kopf das Ganze dann auch hatte. Ich denke, das ist halt mein persönliches Empfinden. Ich denke, dass das anderen da nicht so gehen dürfte. Es war auch, wie gesagt, nichts Dramatisches oder Schlimmes, sondern wirklich nur so Kleinigkeiten. Also vom Worldbuilding her ganz, ganz toll. Und es war nicht wie bei Rat der Neuen, wo man nicht mal wusste, wie die Kleidung aussieht oder wie die Protagonisten aussehen oder überhaupt wie irgendwas aussieht. Ich hatte hier auch keine Probleme mit den Größenverhältnissen. Das hatte ich bei Rat der Neuen auch. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung, wie groß diese Planeten sind im Vergleich zu den Raumschiffen. Und überhaupt, da war überhaupt nichts aufgegriffen worden bei Rat der Neuen. Und das hat man hier gar nicht. Also hier hat man wirklich eine tolle Beschreibung der Orte, eine tolle Beschreibung der Größen und das ist ganz, ganz toll gemacht und ich konnte mich da super gut zurechtfinden, also hat mir richtig gut gefallen. Was den Schreibstil der Autorin betrifft, fand ich ihn auch richtig gut. Es ist ein toller Jugendbuch-Schreibstil, es ist nichts Kompliziertes, es ist was Lockerleichtes, man kommt gut durch die Geschichte, wie gesagt. Man kann durch diese Science-Fiction-Elemente mal hier und da ein bisschen stolpern, das ist aber nicht dramatisch, also fand ich jetzt auch nicht schlimm.
wie gesagt, Science Fiction ist halt Science Fiction. Und ich kann nur sagen, dass der Schreibstil mir ganz, ganz toll gefallen hat. Ich mochte ihn sehr. Er war offen, er war ehrlich, er war klar auf den Punkt. Und das fand ich richtig, richtig gut. Und ich muss auch sagen, dass die Autorin es geschafft hat, diese Liebesgeschichte, die in diesem Buch ja vorkommt. Sie steht nicht im Vordergrund, das muss ich dazu sagen. Ich bin ein Mädchen, die liebt es, Liebesgeschichten im Vordergrund zu haben. Das hat mich aber hier bei dem Buch überhaupt nicht gestört, dass sie wirklich nur so ganz zart und ganz so am Rande erzählt wird. Also sie spielt hier nicht wirklich eine Rolle, sondern entwickelt sich dann auch wirklich so ganz, ganz langsam und ganz, ganz zart. Und das hat die Autorin ganz, ganz toll gemacht, dass man das auch wirklich nachvollziehen konnte und dass das wirklich auch für mich nachvollziehbar war und klar war und dass das nicht unglaubwürdig wurde oder irgendwas, sondern dass man wirklich sagen kann, okay, ich nehme denen das ab. Also das hat die Autorin wirklich richtig gut gemacht. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich kann euch Constellation gegen alle Sterne wirklich nur empfehlen, wenn ihr mal Lust auf eine Science-Fiction-Jugendgeschichte habt, die ganz, ganz toll ist, dann schaut euch dieses Buch auf jeden Fall an. Ich mochte es sehr und freue mich wirklich auf den zweiten Teil und hoffe, dass am zweiten Teil dieses gewisse Zing, was hier bei mir irgendwie gefehlt hat, noch kommt. Aber ich kann euch dieses Buch einfach nur empfehlen. Es ist ganz, ganz toll und ja, kriegt auf jeden Fall den Susi-Stempel. Und wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir doch eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.